I've got a girl. Als Teil des damaligen Kulturkompromisses bietet die Jür seit 1992 lokale, nationale, aber auch internationale Bands eine Bühne. I know this might hurt you, but it's gotta be told. I wanna be happy before I get old. In dieser Zeit hat sie sich als Fixstern am Luzerner Kulturhimmel etabliert. Mit unserer breiten Ausrichtung und der Quersubventionierung über Partys erreichen wir einen sehr hohen Eigenfinanzierungsgrad von 95%. Die grundlegende Idee von dieser Erweiterung ist, glaube ich, das, dass man das, was Bestand hat, das, was man auch kennen tut in der Bevölkerung, dass man das möglichst so lässt. Und das, was man tut, erweitern, in einem separaten Bau dort unterbringen. Wir haben das in einem Raumgürtel, so nennen wir das, jetzt untergebracht. Das hat verschiedene Vorteile. Einerseits einmal gibt es eine neue Eingangssituation, also es gibt wie ein neues Portal für die ankommenden Leute. Es gibt ein neues Gesicht, wenn man so will. Der Gast wird zukünftig, wenn er die Tür betritt, direkt können rechts steigen auf einen Saal oder geradeaus ins EG. Als die Jür 1992 aufgegangen ist, war das EG ein Restaurant, wo man hinsitzen und gemütlich etwas essen konnte. Heute, 30 Jahre später, ist es ein eigenständiger Veranstaltungsraum mit der kleinen Bühne der Jür. Die kleine Bühne ist extrem wichtig für all die Newcomer-Bands in der Region. Jür ist ja an sich eine eigene Brand. Vor 30 Jahren hat man einen sehr dominanten Lüftungsturm gemacht mit einer Holzverschalung. Das ist ja eigentlich neu und das nehmen wir jetzt auch wieder auf. Wir möchten den Anbau auch mit einer Holzschalung verkleiden, wo vielleicht ein bisschen abgewandelt ist im Ausdruck, dass es gleich auch noch eine eigene Note gibt. Durch diverse bauliche Massnahmen in den letzten Jahren, wie zum Beispiel der Notausgang gegen die Ostseite des Hauses, hat die Kapazität der Jür zugenommen. Für die Jür bedeutet das, dass es viel mehr Bewegungen gibt und alle Bewegungen in der Jür führen über die kleine Plattform im Stegenhaus, die in den Saal führen. Egal, ob man vom Saal in den Garten will, vom Garten ins EG, von irgendwo durch aufs WC, man muss immer über die kleine Plattform gehen. Entscheidend ist, dass man diesen Knotenpunkt in der Jür entlasten kann. Man kann durch den Anbau einen doch wesentlichen Teil der Aussenfassade des Bestands wärmetechnisch sanieren. Dann ist es aber auch so, dass man Minergie A Modernisierung-Label anstreben tut. Durch die Tatsache, dass der Gast sich gerade am Anfang entscheidet, welchen Weg er in die Jür geht, wird die Überlastung vom alten Stegenhaus von dieser kleinen Plattform endgültig aufgelöst, was zu einer massiven Verbesserung von der Sicherheit im Konzerthaus Jür führt. Dann gibt es so eine Erweiterung natürlich immer auch Gelegenheit, dass man die ganzen sicherheitstechnischen Aspekte überprüfen tut. Die Jür ist 1992 aufgegangen und hat nach 10 Jahren am Strassenprojekt Südzubringer weichen. Das Projekt ist bis heute nicht umgesetzt und so sind aus 10 Jahren 30 geworden. Da hat sicher das eine oder das andere eine Sanierung nötig. Wir haben zwei kleine Büros und beide sind komplett überlastet. Teilweise ist ein Computer von 3 Mitarbeitern besetzt, der sich über 140 Stellenprozent teilt. Das EG hat zwar mittlerweile eine Bühne, aber hinter der Bühne und neben der Bühne ist nichts um, was eine Bühne braucht. Darum ist es auch das Ziel dieses Projekts, im EG der kleinen Bühne einen kleinen Backstage zur Verfügung zu stellen. Beide Veranstaltungsflächen werden WC haben für genügend Gäste. Und auf beiden Veranstaltungsebenen kann jeder Gast in Zukunft seine Jacke abgeben. Der Verein Konzertzentrum Jür dankt für das Vertrauen, das mir in den letzten Jahren entgegengebracht worden ist. Zusammen mit Ihnen hoffen wir, dass wir das neue Projekt zum Fliegen bringen können, damit die Jür auch in Zukunft ihren bewährten Beitrag am Luzerner Kulturleben leisten kann.